Und da ist es auf jeden Fall safer. Es ist so, dass die meisten Schöpfen nur zu der Hilfe aufzunehmen. Ich hoffe, dass er dann irgendwann kommt, das Boden ist. Und dann würden wir uns kurz mit dem Luft unterhalten, uns da anschauen, den Hilfe anschauen, wegen des Kabels, den Hochplatz oder dergleichen. Hallo? Wie wir da raus. Und dann werden wir Folgendes machen, dass wir von den Fliegen abgeschlossen ist und wenn wir im Das ist ganz normal. Wer das nicht hat, der trinkt nicht. Und dann, ja, dann haben wir noch ein paar Minuten und dann nehmen wir noch Viertel vor acht. So viel braucht Take-off. Du bist auch schon ein paar Mal mit runtergeflogen, sodass du sogar filmen kannst. Das könnte ich ja auch. Was gibt das? Aber nicht, ja, wenn ich noch schreie oder sowas. Ich bin immer, wenn du mich siehst, im Fall soll, lachen, bauen, aber auch Spaß haben. Ja, super geil. Wie lange fliegen wir da eigentlich runter? Bis der gleiche Woche? Wir werden zu circa, also wir verlassen jetzt die Meter oder so. Wir würden dann, haben wir so 50 und werden schon dann öffnen, wenn wir dann haben wir das noch für den Schirm. Ich meine, nur eine Ruhe, weißt du, im Shaker hört uns kein Mensch. Nee, das ist so, ich werde da auch die Zeit, die geht natürlich alles nach und sagen, auf die falschen Schiff, wenn man macht den falschen Kreis, so ist jetzt die andere, aber wenn der langsam aufgeht und wenn den falschen Schuss so die Meter zu halten, wir springen ja 16 Mal am Tag, fällt ja noch weiter und zieht dann den 800 weg. Das ist nach 100.000. Ich will mir sagen, dass ich. Also mir kann nichts passieren. Ich bin auch nicht zu so schwer, dass dann irgendwas reißt. Nee. Also 90 Kilogramm. Ich glaube nicht, dass du 90 Kilogramm hast. Nee, das habe ich nicht. Nee, kein Problem. Also wir haben unsere. Ich habe jetzt, weiß nicht, derjenige, der das geholt hat, hat einen Schuss gegeben, das haben wir auch. Wir haben das Sache erledigt. Da haben wir unser ganzes Equipment drin und da würde ich halt vorschlagen, dass wir uns da bis 20 Meter herreichen. Ja, da, wenn bei dem Polofeld, wenn man praktisch diese Einfahrt beim Polofeld reingeht, da wo eigentlich kein Aufstehen, nur eins. Eben mit dem komischen Tor oder was ist das? Ach so, ja. So, wie ist das? Weil wenn der Schirm nicht so will, wie er soll, dann probieren wir nochmal. Mehrere dabei. Für jeden, von allen. Da gibt es eins und zwei und drei. Bist du denn jetzt auch nicht geritten hier? Ja, ja. Aber ich muss nachher noch. Ja. Ich muss mich sicher lassen, ohne gebrochene Füße oder was. Ich weiß ja nicht, wie mein Name ist. Es kriegt doch alles nicht. Du hast es. Wird ja du, ich hoffe, immer die Konkurrenz aus dem Gefängnis setzen, weißt du. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass wir vorher noch mal checken müssen, dass alle vielleicht noch. Ja, das sehen wir. Auf zwei, okay. Genau. Und das finde ich alles anders. Ja, ich habe mich auch angehört. Das ist gut, danke. Ich habe so einen Oberraum, weil es geht, das ganze Zeug heraus. Das ist jetzt ein Boden. Sieht zwar keiner erst gut aus. Und der Kamera. Aber jedenfalls bin ich. Aber nur mit Nougat. Mit Nougat und Bananen. Ich muss den Bauch mal hier vor.
Gewesen im Publikum, ne? Ja.